Hallöchen, guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Heute steige ich als Captain Reynolds in die Dungeons von Alien Breed 3D hinab. Und das wird eine ziemlich nervenaufreibende Fahrt, denn ich habe weniger als 18 Stunden Zeit, bis mein Sauerstoffvorrat in meinem Kampfanzug zu Ende geht und mein General den ganzen Planeten hier bombardiert. Und ich muss hier also fix durch und mein rettendes Raumschiff finden, mit dem ich dann endlich diesen Planeten hier verlassen kann. Genau, die Story, die beginnt nämlich nahtlos nach Alien Breed Tower Assault. Genau, und bevor wir hier loslegen, gucken wir uns wie immer einen zeitgenössischen Test an. Genau, also, auf geht's! Mit einem Test direkt aus der Redaktionshölle der Amiga Games 1195. Nun, warum sage ich Redaktionshölle? Versteht mich nicht falsch. Ich war und bin immer ein großer Fan der Amiga Games gewesen. Aber der Test von Alien Breed 3D erzeugte schon damals bei mir wirklich Schnappatmung. Und auch heute noch, nach so langer Zeit, habe ich mich ernsthaft gefragt, was zum Geier den Redakteur denn geritten hat, so einen sonderbaren Test abzuliefern. Und zudem fragte ich mich dann, ob es in der Amiga Games denn keine Qualitätssicherung gab. Ja, sehr, sehr seltsam. Das Ganze fängt an mit den Screenshots. Die Kenner unter euch, die erkennen sofort, was ich meine. Hier sind noch mehr davon. Ja. Und kommt ihr drauf? Ja, ich erzähl's euch. Und zwar stammen diese Screenshots nicht aus dem fertigen Spiel, sondern aus den Demo-Versionen von Alien Breed 3D, die Team 17 Monate vor dem fertigen Produkt veröffentlicht hatte. Das erkennt man zu einem daran, dass diese grünen Aliens im fertigen Produkt nicht mehr auftauchen. Und auch die Boden- und Wandtexturen, die hier zu sehen sind, tauchen im fertigen Produkt überhaupt nicht mehr auf. Und selbstverständlich ist auch das Gameplay in den Demo-Versionen noch meilenweit von dem entfernt gewesen, was dann später abgeliefert wurde. Also das Handling war noch komplett anders. Die 3D-Engine war noch nicht final. Alles war noch nicht fertig. Das Level-Design stimmte noch nicht. Also eigentlich war es so überhaupt nicht zu bewerten. Und anscheinend hat der Redakteur für seinen Test wirklich die Demo-Version hergenommen. Und hat sich hier etwas zusammengeschrieben, was wirklich, mich wirklich fassungslos zurückgelassen hat. Ich trage euch das jetzt einfach mal vor und die Stellen, die besonders falsch sind, die werde ich dann nochmal gesondert behandeln. Ich hole euch erstmal ein bisschen näher heran. Eine neue, bedrohliche Welle macht sich breit. Die 3D-Action-Spiele. Sie überschwemmen im Moment den Amiga-Markt und bereiten den Spielern zumeist große Freude, sodass auch die 2D-erfahrenen Jungs von Team 17 ihrem Dauerbrenner Alien Breed die dritte Dimension spendierten. Während bereits Spiele wie Gloom und Fierce Furore machen und weitere Projekte wie Switchworld in den Startlöchern stehen, hat man sich schon lange bei Team 17 für dieses Genre engagiert, konnte aber erst jetzt das fertige Produkt präsentieren. Wohl fast jeder dürfte ein Team 17 Produkt in seinem Softwarearchiv haben. Hauptsächlich waren es wohl aber Alien Breed, Alien Breed 2 und Alien Breed Tower Assault, die den Geldbeutel von Team 17 richtig füllen konnten. In diesen drei Spielen musste man sich allein oder zu zweit durch schier endlose Etagen und Gänge schlagen und in Anlehnung an den brillanten Film Alien außerirdische Monster vernichten. Dieses Spielprinzip bot sich regelrecht für ein 3D-Action-Spiel an. Das Alien, das um die Ecke kam. Während man bisher noch aus der Vogelperspektive auf das Geschehen blickte und dadurch quasi durch Mauern blicken konnte, so fällt dies nun endgültig flach.
Keines der fürchterlich grünen, damals noch meist grauen Aliens kann nunmehr im Nachbarraum erahnt werden. Viel schlimmer ist es, dass diese üblen Monster in 20 Level immer wieder hinter der nächsten Ecke lauern können und aus der Ich-Perspektive urplötzlich erspäht werden. Also, fangen wir mal vorne an. Hier ist die Rede von den meist grünlichen Aliens. Ja, also, er spricht hier von der Demo-Version, weil nur in den Demo-Versionen gab es grünliche Aliens. Und es sind auch nicht 20 Level, es sind nämlich 16 Level. Okay, schauen wir mal weiter. Dabei kriegt man es gerade deswegen mit der Angst zu tun, weil man beim besten Willen nicht weiß, ob man überhaupt eine Waffe in der Hand hält. Tja, denn man sieht erstens keinen Mündungslauf und zweitens sind die Schüsse mit der offensichtlich vorhandenen Waffe nur sehr winzig und zudem schwer zu erkennen. Also, er testet hier wieder die Demo-Version. Es ist nicht zu fassen, denn in der Demo-Version gab es keinen Waffenlauf zu sehen. Der Waffenlauf kam dann später in der finalen Version dazu. Ja, ich kann es einfach nicht fassen. Er hat tatsächlich die Demo-Version getestet. Naja, weiter geht's. Doch für all diese Überlegungen bleibt dem Spieler eigentlich keine Zeit, da schon nach wenigen Sekunden die ersten Schüsse der Aliens aus der Ferne auf einen zusausen. Damit nicht genug, denn die possierlichen Tierchen rennen in sehr hoher Geschwindigkeit ebenfalls auf einen zu. Ja, und genau das war in den Demo-Versionen der Fall. In der finalen Version ist es völlig anders. Ein links vom Spielgeschehen angebrachter Balken zeigt einem den Gesundheitszustand an und ein Balken rechts die noch vorhandene Munition. Und beides wird in so einer Situation äußerst schnell weniger. Überhaupt kann oft leicht Hektik aufkommen, da sich die Aliens noch aus den hintersten Winkeln der Gänge herausschleichen und offensichtlich sehr schnell sind. Dabei hätte man jedoch in ein paar Animations- und Zoom-Stufen mehr arbeiten können, denn dies wirkt fast schon wie ein Zeitraffer. Im vorhandenen Zwei-Spieler-Modus über Null-Modem-Kabel ist es dann der Mitspieler, der schnell in der Ferne verschwindet und den man so leicht aus den Augen verliert. Tja, auch das war in der Demo-Version der Fall. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist fürchterlich. Naja, gucken wir mal weiter. Dieser enorme Geschwindigkeitsrausch ist aber auch von der positiven Seite aus zu sehen. Da man den eigentlichen Action-Teil des Bildschirms klein gehalten hat, ist man weder auf Turbokarten noch auf Optionsvierlefanz zum Herauf- oder Herabsetzen irgendwelcher Details angewiesen. Lediglich eine Grundeinstellung wurde gewählt, die jeden Standard A1200 in fairem Maße fordert. Falsch, das ist nicht der Fall. Das war vielleicht in den Demo-Versionen so, im fertigen Spiel dann nicht. Hatte man ein A1200 in der Grundausstattung, war das Spiel eine Dia-Show. Also es ruckelte wie Sau. Man brauchte schon ein wenig Fast-RAM und am besten noch eine Turbokarte. 030 oder sowas mit Fast-RAM natürlich. Dann flutschte das Spiel wirklich astrein. Ansonsten ist es einfach falsch, was hier steht. Tja, trotz des verkleinerten Bildschirms hat man aber keinen Grund, Alien Breed 3D als unübersichtlich einzustufen. Auf Details wurde nämlich nicht verzichtet. Die Aliens schlagen wild rudernd mit den Armen um sich und fletschen auch schon mal die Zähne. Ja, stimmt, in der Demo-Version. Und die Munition, um sie zu besänftigen, hebt sich in Form von bräunlichen Kisten gut vom Boden ab. Ja, Arzneikästen, Schlüssel und Schalter für die unterschiedlichen Türen. Aufzüge und Treppenstufen sind absolut deutlich zu erkennen und machen das Spiel abwechslungsreich. Ja, das stimmt. Hey, er hat was geschrieben, was stimmt. Gut, gut. Also, weiter. Sogar leicht wogendes Wasser, das einem in einigen Gängen bis zum Bauch steht, und erledigte Gegner unter seiner Oberfläche verschwinden lässt, hat man überzeugend auf den Schirm gebracht.
Soundtechnisch beschränkt sich das Spiel auf eine dumpfe Musik, die jedoch gerade wegen ihrer Einfachheit die Spannung steigert. Ja, das war auch so in den Demo-Versionen. Im fertigen Spiel dann nicht mehr. Da gab es eine coole Musik und ja, grenzgeniale Soundeffekte mit Geschrei und ja, allem, was dazugehört. Viel schlimmer ist es, wenn man eines dieser Alien-Biester erst durch laute Schreie und die damit einhergehenden Schüsse in den Rücken bemerkt. Nach so einem Erlebnis wird jeder Raum meist mit einer Gänsehaut betreten und verhaltenes Lauschen nach verdächtigen Geräuschen geht einher mit nervösen Zittern des Abzugsfingers. Richtige Panik macht sich dann in höheren Levels und mit den stärkeren Gegnern, Walker wie aus Star Wars, breit. Ja, auch diese Gegner gab's in der Demo-Version. Okay, ja, Lehrstunde für den Urvater? Was kommt denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott. Wie bereits berichtet, hat man sich bei Team 17 schon lange Zeit ans Programmieren eines 3D-Spiels gemacht. Ja, stimmt. Und man hat zwischendurch immer wieder die Demo-Version veröffentlicht, die du, Vogel, getestet hast. Doch während man arbeitete, waren auch die anderen nicht faul. Und so sind, noch bevor man das Genre gründen konnte, die ersten Kinder dieser Idee auf den Markt gekommen. Ganz vorne wird aber auch nach Alien Breed 3D das Spiel Gloom bleiben, das neben Fullscreen-Darstellung ohne Geschwindigkeitseinbußen und mehreren Spielmodi im Gesamtbild noch besser überzeugen kann. Die dunkeldüsteren Grafiken lassen bei Alien Breed zwar mehr Gänsehaut aufkommen, wirken jedoch grober. Der große Vorteil an Alien Breed ist jedoch, dass es den rätselfreudigen Spieler anspricht, der nämlich bis zu vierfarbige Schlüssel für die entsprechenden Türen finden muss. Alien Breed 3D ist zwar ein starkes Spiel für starke Nerven, man sollte allerdings, wenn auch nur knapp, Alien Breed Tower Assault den Vorzug geben. Tja. Ja, das hat ja Michael Erlwein geschrieben. Schauen wir uns doch mal ja, die Testbewertung an. Das Ende der Fahnenstange ist wohl noch nicht erreicht und Alien Breed 3D steht hier weit oben. Wie immer macht wieder einmal das Alien-Ambiente den Reiz des Spielers aus. Leichte Probleme bei der Steuerung und fehlende Übersicht sind nach einigen aufregenden Erkundungsgängen jedoch schnell vergessen. Ja, ich kann es einfach nicht fassen. Ich kann das gar nicht ernst nehmen, was der Mensch da schreibt, nachdem er die Demo-Version getestet hat. Meine Fresse, echt ey. Gameplay bekam von ihm 79%, Grafik 78%, Sound 70%. Ach, so ein Quatsch. Das braucht man sich gar nicht anzugucken. Fürchterlich. Echt, ich könnte brechen. Bloß weg damit. Also hier hat sich die Amiga Games wirklich keinen Gefallen getan. Der Test ist wirklich schlimm. Also, okay, ich meine, wenn man jetzt die Demo-Version testen will, dann ist das bestimmt ein toller Test. Aber das soll ja offensichtlich das fertige Spiel sein, was da getestet wurde. Und der Test, der ist wirklich ja, das ist aus den Fingern gesogen und entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Ganz fürchterlich. Aber es gab noch einen weiteren Test im Amiga Joker. Der Amiga Joker 1195. Und der Test ist dann doch näher an der Realität. Und den zeige ich euch am Ende meines Let's Plays. Genau, in Teil weiß ich nicht. Okay, also schauen wir uns doch mal die Box an. Ja, auf zur Box. Ja, die Box, die besticht erstmal durch das geniale Artwork. Das sieht doch wirklich rattenscharf aus, oder? Ja, wunderbar. Hier Captain Reynolds und hier so ein Alien-Viech. Ja, schön. Und hier habe ich so meine Plasmakanone oder diese Pulsriffel-Knarre hier in der Hand. Ja, ein schönes Gerät. Und auf der Rückseite der Box, da gibt es die echten Screenshots aus dem Spiel. Ja, die sehen doch wirklich anders aus als das, was ja in der Amiga Games abgedruckt wurde. Ja.
Ja, allerdings verraten diese Screenshots hier nicht, dass um das Spielfeld herum ist noch der Sauerstoffhelm des Kampfanzugs von Captain Reynolds zu sehen. Also der Bildausschnitt selber ist sehr klein. Und ringsherum sind dann noch, ja, so Apparaturen und so Zeug zu sehen. Ich zeige euch das ja hier gleich, wenn wir anfangen zu spielen. Ja, und hier wird halt noch geworben mit einer sehr schnellen Echtzeit 3D-Engine und dass Fast RAM unterstützt wird und schnellere Prozessoren automatisch erkannt und empfohlen sind, also 030, 040 und ja, dass es eine Menge Farben gibt und alles voll texturiert ist und auf mehreren Ebenen abläuft, es also Treppen- und Höhenunterschiede gibt. Ja, das ist alles sehr, sehr cool. So, und hier drin geht Folgendes ab. Hier gibt es die Registrierkarte, wie immer, von Team 17, die ich nicht ausgefüllt habe. Haha, nein, ich mache nicht mit bei Marktforschung. Niemals. Ja, dann gibt es hier das Handbuch. Da gucken wir gleich nochmal rein. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es zwei Spieldisketten. Nicht wie es die Amiga Games kundtat, drei. Nein, es waren in Wahrheit zwei. Richtig, dieses Spiel passt auf zwei ganze Disketten. Wirklich erstaunlich. Weil das ist wirklich sehr umfangreich, das Spiel. Und ich konnte es damals gar nicht fassen, dass es nur zwei Disketten sind. Ja, okay, das gucken wir uns ja gleich an. Schauen wir uns erstmal das Handbuch genauer an. Ja, das Handbuch ist relativ unspektakulär, ne? Das ist in drei verschiedenen Sprachen und erklärt natürlich erstmal die ganzen Optionen. Alien Breed 3D hat sehr viele Optionen und die wurden sogar im Laufe der Jahre noch etwas erweitert. Ich spiele nämlich die WHD-Load-Version und die ist noch ein wenig umfangreicher, was die Optionen angeht und die Steuerung. Das erkläre ich euch aber alles gleich, wenn wir spielen. Und was aber sehr schön ist, finde ich, ist hier so eine kleine Heißmacher-Geschichte, die ich euch einmal hier natürlich nicht vorenthalten möchte. Ja, es ist nämlich so, dass Alien Breed 3D genau da anfängt, wo Alien Breed Tower Assault aufhörte. Nämlich mit einem Funkspruch von mir, Captain Reynolds, an mein General Richard. Genau, dem funkte ich nämlich durch, dass mir nur wenig Zeit bleibt. Die Brut konnte entkommen. Sie haben die Station übernommen. Es war reiner Zufall, dass ich mich gerade außerhalb der Station befand, als sie ihren Angriff ausführten. Ich fand einige Vorräte und Waffen in der aufgelassenen Beobachtungsstation. Ich werde auf die Basis zurückkehren und irgendwie versuchen, diesen Planeten zu verlassen. Du musst die Flotte entsenden und diesen Planeten von der Brut befreien, gleichgültig, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich habe nur wenig Sauerstoffvorräte und vermutlich bleibt mir weniger als 18 Stunden Zeit. Drück mir die Daumen, General! Reynolds, Ende! Haha! Ja! Ja, das ist doch cool, oder? Ja, mehr muss ich gar nicht wissen. Alles voller Aliens, keine Zeit, ich muss weg. Ja, das ist doch ein Actionspiel, wie es sein muss. Also, los geht's mit Alien Breed 3D. Ja, Team 17. Tja, und da begrüßt uns auch schon das Titelbild. Ist das herrlich, wundervoll. Ja, und hier gibt es erstmal die sehr umfangreichen ja, Kontrolleinstellungen. Ne? Also ich spiele ja hier mit der Maus. Ich habe aber so Sachen wie, ja, wie rückwärts gehen auf die Taste S gelegt und das Rennen auf R, den Sidestep links auf A, Sidestep rechts auf D, Ducken auf C und hinter mir gucken auf L. Das ist so für mich am komfortabelsten. Ja, und die Richtung gebe ich dann mit der Maus an. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's mit Level 1, The Gate. Ja, hier, die Basis liegt tot und still vor mir.
Und es liegen Leichen hier rum und es sind nicht nur menschliche Leichen. Oh mein Gott. Ja, ich höre seltsame Geräusche hinter der Tür und ich pack mir meine Pulsriffel, Gewehrgerät und es gibt keinen Weg mehr zurück. Attacke. So, ich stelle jetzt auf Maussteuerung um. Ja, jetzt habe ich hier schön die Maussteuerung. Mit der rechten Maustaste kann ich nach vorne gehen und mit links kann ich einmal schießen. Wunderbar. Der Sidestep funktioniert mit D und mit A. Das funktioniert auch wunderbar. Perfekt. Und ja, dann würde ich sagen, Attacke. Ach ja, genau. Ich kann noch in Fullscreen umstellen mit Enter. Dann sieht das Ganze so aus. So spiele ich aber sehr ungern, weil ja, es ist schon ein bisschen grobschlächtig, muss ich sagen. Und ich sitze ja hier direkt vor dem Monitor. Dann ist das, ja, das sieht einfach nicht schön aus. Und ich finde hier mit der Einstellung, wo ich dann noch den Helm sehen kann, quasi die Innereien vom Helm, die Gerätschaften und so, ich finde, das macht auch nochmal extra Atmosphäre. Ne? Das sorgt für ein Gefühl der Enge und so. Finde ich ganz nett. Okay, also, auf geht's. Hier liegen schon mal Patronen rum für mein Gewehr. Sehr gut. Okay. Ja, und hier gibt es einen Schalter, der öffnet da hinten diese Tür. Ich kenne das erste Level natürlich schon. Aber keine Sorge, ich habe das Spiel hier noch nie durchgespielt. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Level ich kam. Ich glaube, bis zum vierten oder fünften oder so. Und dann, ja, weiter habe ich nie gespielt. Also wird's auch für mich dann später noch spannend. Alles klar, los geht's. Oh, hört ihr es jaulen? Haha, okay, auf damit. Wo seid ihr? Da sind die Höllenhunde. Wo seid ihr? Na, kommt. Ah, da hinten. Ja. Haha, Platsch. Weg. Gut, noch mehr Munition. Das kann ich gebrauchen. Gut, hier ist eine rote Tür. Also brauche ich hierfür die rote Schlüsselkarte. Ne? Erklärt sich ja von selbst. Gut. So. Ja. Das war alles weg hier. So, hier brauche ich keine Schlüsselkarte. Sehr gut. So. Platt gemacht. Oh Gott, oh Gott. Diese Schreie im Hintergrund, die machen echt Atmosphäre. Wunderbar. Klar. So. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, hier wird's aber dunkel. Ah, echt düster hier. Mensch. Was haben wir denn da? Ein Schalter. Hat die Tür geöffnet und wir haben, ach, die gelbe Schlüsselkarte. Wundervoll. So, da ist auch schon das gelbe Tor. Uah. So, okay, erledigt. Da war nichts. Und hier, da ist ein Wasserbecken. Gut, und da ist irgendwas drin, wie man sehen kann. Also hinein! Haha, ja! Schrotmunition, das ist gut. So, und hier an dieser Stelle, da habe ich früher echt gerätselt, wie ich hier wieder rauskomme. Seht ihr da unten die Plattform? Ja? Da muss ich drauf treten und einmal auslösen. Dann fährt mich das Ding wieder nach oben. Ja, so einfach kann es gehen. Ja, hier ist doch ein Schalter. Ja, der öffnet diese Tür hier. So. Und hier gibt's die nächste Schlüsselkarte. Sehr gut. So. Und raus hier. So, jetzt habe ich die blaue Schlüsselkarte. Jo. Hinaus. Da ist auch schon die blaue Tür. Okay. So, dann wollen wir mal sehen. Also wieder die Höllenhunde. Na, komm schon. Ja. So, da oben sind Terrassen. Da nehme ich mir mal jetzt lieber meine Schrotflinte.
Ja. Noch einer. Mensch. Na, er will nicht. Na. So, dann schalte ich mal wieder um auf meinen Pulsriffel. Ah, gibt's wieder schön Munition. So. Da ist doch einer. Ja, und der bewachte die rote Schlüsselkarte. Sehr gut, sehr gut. Und wieder raus hier. Dann geht's da hinten weiter. Okay. Keine Gegner für mich. Nein. Haha. Hier ist nichts. Na gut, dann ein Schalter. Höllenhunde. Ha, direkt aus der Hölle. Ah, oh nein. So. Okay, und hier ist schon der Exit. Sehr gut. Die erste Ebene ist geschafft. Okay. Ja, dann Level 2, Storage Bay. Hier unten ist immer ein Passwort zu sehen, ne? Also das ist dann quasi die Speicherfunktion. So wirklich abspeichern kann ich nicht. Ich habe hier halt die Levelcodes und da wird dann halt mein Standort und welche Waffen ich gefunden habe, wie viel Munition ich habe, alles in diesem Passwort gespeichert. Okay, dann mal weiter. Level 2. Hui, okay. Und los geht's. Ha, Munition. Das ist gut. Ja, sehr gut. Oh, da sind wieder die Höllenhunde. Erledigt. So, für ein fieser Möb. Aber wirklich. Hier sieht es irgendwie nach Geheimgang aus. Nee. Nee, nichts. Na gut, was ist hier? Noch mehr Höllenhunde. Oh nein. Na, was ist denn da hinten los? Eieiei. Brotmunition. Sehr gut, sehr gut. Okay. Da bewegt sich doch noch irgendwas, oder? Nee, das sah doch so aus. Oh, ein Medipack. Sehr gut, sehr gut. Ah, da ist doch noch einer. Komm her, du. Ja! Erwischt. Okay, so, da geht's nach oben. Schauen wir mal. Okay. Oh. Hui. Erwischt. Gut. Na dann weiter. Ich schalte noch mal um hier. Was ist hier? Oh. Oh. Oh nein. Oh Gott. Was ist denn da? Oh. Munition und Medizin. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. So. Ja, hier komme ich weg. Alles klar. Okay. Hab verstanden. Dann geht's hier weiter. Ja. Was ist das denn? Ein grässliches Biest. Na, komm schon. Ja, erledigt. So. Ha, hab ich dich. Okay, weiter. Mensch, das ist aber wirklich, wirklich spannend, das Spiel. Na gut.
Hier geht's nach unten. Da Höllenhunde. Ja, da baue ich die gelbe Schlüsselkarte. Okay. Oh, hier? Oh, ein Geheimgang. Oh nein! Nein! Oh, okay. Weg damit. Was haben wir da? Ein Medipack. Ja, okay. Schalte ich nochmal um auf mein Gewehr. Und dann geht's hier oben weiter. Oh, was haben wir denn hier? Eieiei. Gebrüll. Oh, oh, da ist wieder so ein großer Runder. Na, komm hoch, du. Du Lümmel. Na, komm schon. Er will nicht. Er will nicht. Ja, da komme ich zu dir runter. Ganz einfach. Oh nein. Oh, oh, oh. Oh nein! Oh, da ist er! Oh! Ja! Erledigt! Was war da noch? Oh! Ah, okay. Und die Schlüsselkarte. Sehr gut. So, war hier noch irgendwas Brauchbares? Ah. Nee. Okay, dann wieder hoch. Kann ich jetzt in diese Tür da rein? Okay. Oh, da ist schon der Exit. Sehr gut. Ah, ja, hier muss ich mich ducken. Ja, okay, und weiter. Na? Erledigt. Gut, gut. Munition. Na, wo ist denn der Exit? Höllenhunde. So. Ah. Uhu. Ja, da unten ist Gefiech. Seht ihr das? Ja. Was habe ich denn da? Eine schöne Waffe eingesammelt. Ein Granatenwerfer. Sehr gut. Na, damit kann ich doch da unten aufräumen. Na, komm schon. Jawohl. Ah, Mist, leer. Hui, jetzt muss ich da runter. Attacke. Oh nein. Oh nein, die machen mich platt, die Schweine. Na, komm schon. Ah, ja. Puh, erledigt. Puh, hier ein Schalterrätsel. Naja, es ist ja nicht so schwer. Alle Schalter aktivieren. So. Dann müsste jetzt die Tür aufgehen. Jawohl, und Exit. Perfekt. Hui, geschafft. Ha, so, da jetzt sind wir bei Level 3. Genau. Was ist das? Das kann ich schlecht lesen. Saver Network? Ja, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal Sense und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, ciao.